herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Aufnahme. Wie ihr seht, habe ich ein neues Spiel angefangen. Dieses Spiel ist Back to the Future, The Game. Ja, wer die Filme kennt, weiß, worum es geht. Wer nicht, Schande über euch, wer die Filme nicht gesehen habt. Sie sind super toll und ja, ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Let's Play und schauen wir doch mal, was das Spiel so bietet. Fangen wir doch mal neu an. Ach so, ja, bevor es losgeht, soll das Spiel dir mitteilen, wenn Marty neue Ziele hat? Ja, bitte, ich bin noch unerfahren. Nein, danke, ich bin ein erfahrener Spieler. Jetzt ist die Frage, ich kenne sowas, aber ich würde sagen, wir machen das. Und wir kommen in den Ladebildschirm. Ich finde ja hier unten dieses Symbol von dem. Ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es ist immer so, wenn ich eigentlich kenne. Fluxkompensator. Jetzt. Ja, genau. Der Fluxkompensator. Finde ich cool. Ja, ich habe etwas längere Ladezeiten. Falls es zu lange dauern sollte, kann ich die euch. Ah, es geht los. Yeah, Telltale Games. Okay, ich bin bereit. In Zusammenarbeit mit. Guten Abend, ich bin Dr. Emmett Brown. Ich stehe auf dem Parkplatz der Twin Pines Mall. Es ist Samstag früh am 26. Oktober 1985, 1.18 Uhr. Und dies ist Zeitexperiment 1. Komm, Aini. Hierher, guter Junge. Rein da. Mach schön Sitz. Anschnallen. So ist es fein. Wow. Okay. Einsteins Uhr ist auf die exakt gleiche Zeit eingestellt wie meine. Hast du das? Ja, alles klar, Doc. Gut. Gute Reise, Einstein. Pass mit dem Kopf auf. Sagen Sie bloß, Sie fahren den Wagen. Damit. Pass auf! Okay, gut. Hab es. Nicht mich! Den Wagen! Den Wagen! Wenn meine Berechnungen stimmen, dann wirst du bei Tempo 140 etwas wirklich Unglaubliches erleben. Sie haben einen Stein aufgelöst. Ah, was habe ich dir gesagt? 140 Stundenkilometer! Die Zeitverschiebung ereignete sich exakt um 1.20 Uhr und 0 Sekunden! Verdammt, ist das heiß! Um Himmels Willen, Doc, Sie haben Einstein aufgelöst! Beruhige dich, Marty! Ich habe gar nichts aufgelöst! Die Molekularstruktur von Einstein und dem Wagen sind völlig intakt! Und wo zum Geier sind Sie dann? Die richtige Frage lautet, wann zum Geier sind Sie? Einstein ist soeben der erste Zeitreisende der Welt geworden. Ich habe ihn in die Zukunft geschickt. Eine Minute in die Zukunft, um genau zu sein. Und um genau 1.21 Uhr und 0 Sekunden setzt er mit der Zeitmaschine wieder hier auf. Wovon reden Sie? Oder Sie haben aus dem Julian eine Zeitmaschine gebaut? Sie haben Ihren Hund in die Zeitmaschine gesteckt? Moment. Sie haben Ihren Hund in eine Zeitmaschine gesteckt, die Sie aus einem DeLorean gebaut haben? Ja, ich sehe das so. Wenn man eine Zeitmaschine in einen Wagen einbaut, dann bitte schön mit Stil. Abgesehen davon, die rostfreie Stahlkonstruktion macht die Funktion. Pass auf! Jo. Da passiert wohl nichts. Doc? Das ist seltsam. Wo ist das Auto, Doc? Es hätte vor 27 Sekunden hier sein sollen. 27 Sekunden. Doc, was ist mit Einstein passiert? Kein Grund zur Sorge. Es ist wahrscheinlich nur eine kleine Abweichung der Zeitleitungen. Marty, gib mir mein Notizbuch. Es sollte im Werkzeugkasten sein.
Yeah, ich glaube, jetzt können wir steuern. Ja, hol dieses Docs-Notizbuch. Das Doc braucht sein Notizbuch. Lass Martin nach links laufen, bis du das Notizbuch sehen kannst. Halt die linke Maustaste drückt, zieh Martin dann in die Richtung, in die er laufen soll. Ah. Jo. Diese Steuerung ist etwas anders. Kann ich auch. Doch, ich kann. Ich kann auch mit Maus. Sie sieht irgendwie lustig aus. Ich finde dieses Spiel sehr schön, dass es auch so ein Spiel gibt. Ich spiele lieber so als mit dieser komischen Mausfunktion. Also, wie ihr seht, ist diese Mausfunktion. Aber ich spiele lieber mit BASD, dafür kann ich besser laufen. Und ja. So, lass uns mal ein bisschen umgucken. Gibt es. Gucken wir uns erstmal die verschlossenen Behälter an. Was ist in der Kiste? Nicht anfassen! Das ist Plutonium! Plutonium? Wie glaubst du, generiere ich 1,21 Gigawatt Energie? Okay, da ist Plutonium drin. Ist hier sonst noch was, was wir uns angucken können? Nö. Okay, dann gucken wir uns die Werkzeugkasten. Notizbuch, Notizbuch. Hab's. Fluxkompensator? Das ist es! Was bitte ist ein Fluxkompensator? Meine neueste Erfindung. Damit werden Zeitreisen möglich. In diesem Notizbuch habe ich fast 3 Jahrzehnte wissenschaftlicher Durchbrüche gesammelt, die nötig waren, um eine Zeitmaschine zu bauen. Fällt es in die falschen Hände, wäre das katastrophal. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt proportional zur 4. Wurzel von N. Im neunten. Das war, glaube ich, die falsche Stimme. Aber egal. Was? Das habe ich schon mal gehört. So ist das nicht abgelaufen. Mal sehen. Masse gleich E mal Z und E ist gleich die Quadratwurzel von Z mal C Quadrat und die Fluxkompensationsrate ist umgekehrt. Die Konsequenzen. Wow, Déjà-vu. Ich hab keine Ahnung. Doc? Großer Gott! Doc, was ist? Ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Da! Nein! Es tut mir leid, Martin. Doc! Kommen Sie zurück! Doc! In dem Film ist es ein bisschen anders. Aber ja. Es war einfach nur ein Albtraum. Marty, ist alles okay? Ja, Mom, war nur ein Albtraum. Ich war in der Vergangenheit und Doc war da. Nun bist du ja wieder gesund und munter. Zurück im guten alten Jahr 1900. Aber steh jetzt besser auf. Dein Vater wartet auf dich. Hä? Wolltet ihr euch nicht bei Doc treffen? Verdammt, ich bin spät dran. Back to the future. The game. So, sind wir wieder im Ladebildschirm. Was ich noch sagen wollte, falls die Ladebildschirme zu lang sind, was ja bei mir dann manchmal der Fall ist, schneide ich die einfach ein bisschen kürzer und weil ja, Ladebildschirme sind ja jetzt nicht so interessant. Design von Andy Hartzell, Mike Stemmle. Falls ich die Namen nicht richtig ausspreche, tut mir leid. Art Director Derek Sakai. Verantwortliche Animation Peter Zeigler.
ganz gleich kommt bei mir Randy Turnbull. Leitung Dennis Lennart. Dad, hat er schon begonnen, der Verkauf? Besser spät als nie. Du würdest nicht glauben, was man hier hinten für seltene Dinge findet. Das gehört Doc, Dad. Die Stadt hat nicht das Recht. Ich weiß, dass du verärgert bist, aber dein Freund war monatelang verschwunden und die Stadt ist versessen darauf, seinen Grund zum Bau des neuen Parkhauses zu nutzen und... Hey, ist das eine Erstausgabe von Jules Verne? Das ist nicht fair, aber zumindest kann es nicht noch schlimmer kommen. Hey, Marty! Hi, Bill. Schaust du, ob bei dem Verrückten ein paar Schätze vergraben sind? Nein, ich schätze, ich... schwelge nur in Erinnerung. Also, was ich noch sagen wollte, das Spiel ist ein bisschen anders als natürlich die Filme. Wäre ja ein bisschen komisch, wenn wir, wenn das alles gleich wäre. Schauen wir uns noch ein bisschen hier um. Ich frag mich, warum Doc die nicht mitgenommen hat. Dann haben wir noch einen Stein Snap. Ein Stein fehlt mir. Da haben wir ein Aquarium. Ein Aquarium? Ich wusste gar nicht, dass Doc Fische hatte. Docs Fische hatten einen komischen Geschmack. Fast so wie Doc. Hier haben wir eine Hundefuttermaschine. Hey, lass Biff, mich! Biff, lass Marty jetzt in Ruhe. Er macht gerade eine schwere Zeit durch. Oh, klar. Entschuldige, Marty. Hat es die Natur so eingerichtet, dass man selbst mit einer Zeitmaschine nicht eingreifen kann, um zum Beispiel seine eigene Zeugung zu verhindern? Hm. Was? Achso, das war der Vater. Noch mehr Uhr? Das würde Jennifer gefallen. Sie mag alten Kram. Was ist das? Kann man das angucken? Man kann mit George reden. Ist hier vorne noch irgendwie was? Die Tür. Ich bleib lieber hier. Doc hat vielleicht etwas Wichtiges zurückgelassen und er will sicher nicht, dass es bei Biff landet. Okay. Komm mal mit George, reden wir mit George. Hey Dad. Wer ist überhaupt für den Verkauf verantwortlich? Oh, das bin dann wohl ich, Junge. Du? Warum? Nun, als klar wurde, dass die Bank den Verkauf durchführt, habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich wollte sicher gehen, dass Docs Sachen mit einem Mindestmaß an Respekt behandelt werden. Nicht wahr, Biff? Genau, Mr. McFly! Hör zu, dieser Verkauf ist ein Witz. Doc ist erst seit ein paar Monaten weg und zufällig weiß ich... Ja, du hast es uns erzählt. Er ist nicht tot, sondern verreist. Angenommen, du hast recht. Hast du daran gedacht, dass diese Reise eventuell nicht ganz freiwillig war? Ich sage es nur ungern, aber Doc hatte eine Menge Schulden überall hier in der Stadt. Vielleicht versteckt er sich vor seinen Gläubigern. Na, du kennst Doc nicht. Du hast ein völlig falsches Bild von Doc. Sicher, er kann nicht mit Geld umgehen, weil er nun mal größere Dinge im Kopf hat. Trotzdem ist er ein aufrichtiger Mensch. Er würde niemals vor seinen Problemen davonlaufen. Nein, du kennst ihn besser als ich, mein Junge. Aber die Bank hat das Recht, seine Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich solltest du versuchen, ein paar bezahlbare Dinge für dich zur Erinnerung zu finden, bevor Biff sich alles schnappt. Sollten wir vielleicht machen. Was macht bitte Biff hier? Was macht Biff hier? Er war kein Freund von Doc. Es ist ein öffentlicher Verkauf, Marty. Jeder kann kommen. Sogar Biff. Ich kann mein Camp selbst austragen, Dad. Dad, wegen Biff. Ich weiß, du willst helfen.
Er spuckt große Töne, mein Junge, aber so zäh ist er nicht. Ich habe schon lange mit ihm zu tun. Ich weiß, wie ich mit ihm umgehen muss. Ich aber auch. Ja, das stimmt wohl. Okay, mein Junge, ich halte mich da raus. Aber du weißt, wo du mich findest. Oh, das ist immer noch ein. Glaubst du, Träume können die Zukunft vorhersagen? Ich mag ja dieses mystische Zeug nicht besonders. Ich glaube aber, dass sie widerspiegeln können, was du über die Zukunft denkst. Was hast du geträumt? Oh, nur komisches Zeug. Über Doc. Das ist verständlich, findest du nicht? Ja, wahrscheinlich. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es etwas bedeutet. Ja, okay. Ja, dann haben wir hier alles. Ich schaue mich weiter um. Danke, Dad. So, können wir uns mehr Uhren... Rathausplatzmodell. Schauen wir uns das mal an. Doc hat dieses Modell der Innenstadt von Hill Valley schon 1955 gebaut. Sogar die Turmuhr funktioniert. Was zum... Ist das Docs Notizbuch da drin? Hey, das sieht genau aus wie das Gerichtsgebäude. Das muss man ihm lassen. Er hat geschickte Hände. Biff, kann ich das mal sehen? Das würde super in mein Aquarium passen. Was Neues für den Karpfen zum dran knabbern. Hey, nein. Ich hab's zuerst gesehen. Komm schon, ich hab's zuerst gesehen. Ja, da hast du wohl recht. Aber ich hatte es zuerst in der Hand. Gib es her, Biff. Naja, mal sehen, was wir hier haben. Sieht aus wie ein Plan für irgendwas. Was ist ein Fluxkonformator? Das geht dich nichts an. Doc wollte, dass ich... Brown ist hinüber, Kleiner. Aber das könnte etwas wert sein. Ha! Schade. Guck mal, trotzdem. Sieht ohne das Gerichtsgebäude irgendwie leer aus. Okay, haben wir hier sonst noch was, was wir uns an... Doc muss da ein paar krasse Sachen zusammengeworfen haben. Riecht nach Rindereintopf. Okay. Haben wir sonst noch was wie wissenschaftliche Ausrüstung? Hoffentlich war das kein Giftgas oder so. Erstmal aufdrehen, alles klar. Gedankenbläserhelm. Okay, dazu sagt er nichts. Dann ging es los. Warte, einen habe ich noch. Hey, unterbrich meine Musik nicht! Hey, unterbrich meine Musik nicht! Nö, können wir nicht. Okay. Komm, wir reden mal mit Biff. Hey, Biff. Das Notizbuch ist wertlos. Es ist nur ein Notizbuch mit Docs Kritzeleien. Was hat Doc schon erreicht? Nichts. Dann ist es wertlos, oder? Wäre es wertlos, würdest du es nicht unbedingt haben wollen. Das Notizbuch erinnert mich an Doc. Ich will das Notizbuch nur, weil ich daran hänge. Es ist wie ein Stück von Doc. Doc ist tot. Zeit, dass du darüber hinwegkommst. Ich bin tot. Du würdest das nicht verstehen. Notizbuch wäre für dich bedeutungslos. Du würdest nicht verstehen, worum es geht. Willst du sagen, ich wäre zu dumm? Okay. Das Notizbuch ist gefährlich. Du kannst das Notizbuch nicht behalten. Es ist zu gefährlich. Wird es etwa explodieren, oder was? Nun, so etwas in der Art. Ich versuche mein Glück. Kommt, ja? Ich bezahle dafür. Wie viel? Zu wenig. Oh, na toll, okay. Ach, vergiss es. Das bringt also nichts. Ist hier hinten noch irgendwas? Nee. Oh, okay. Ich hatte doch gerade hier elektrisches Ding. Sieht aus wie ein Blitzableiter mit Handkurbel. Oder vielleicht ein blitzbetriebener Bleistiftanspitzer. Lasst uns mal richtig aufdrehen. Yo.
Es hat ewig gedauert, sie zu reparieren, nachdem ich sie überladen hatte. Und jetzt kauft sie irgendein Trottel für ein paar Cent. Hey Dad, warum hängt an meiner Gitarre ein Preisschild? Entschuldigung, Junge. Da war wohl jemand übereifrig. Nimm sie dir. Ich kläre das mit der Bank. So. Da haben wir schon mal die Gitarre. Können wir nochmal mit George reden? Bringt das irgendwas? Hey Dad! Wegen des. Probleme? Biff? Er hat diese Sache und ich brauche sie unbedingt zurück. Wenn er etwas von dir gestohlen hat? Nein, es ist eins von Docs Notizbüchern. Er hat es zuerst gefunden, aber... Oh, dann kann ich dir wohl auch nicht helfen. Ich schätze, du musst deine gute Seite wecken. Oder so. Oder so. Oder so, Dieses Notizbuch ist Docs Erbe. Es ist meine Pflicht, es zu schützen. Moment mal. Hast du mir nicht gerade erst erzählt, Doc wäre noch am Leben und würde irgendwo herumreisen? Ja. Warum ist es dann deine Pflicht, sein Erbe zu schützen? Beides geht nicht, Marty. Wenn Doc lebt, kann er sein Erbe selbst schützen. Oh, das stimmt. Okay, da haben wir auch nicht neu. Ich schau mich weiter um. Danke, Dad. Jo, okay, dann nehmen wir uns mal die Teile. Oh, wir haben sogar... Wir haben ein Foto von George. Nee. Wir wollen ja die Gitarre mit dem Verstärker benutzen. Jetzt geht's los. Hier ein altbekannter Song. One, two, three. Sieh mal an, Chuck Blödkopf. Ich zeig dir mal, wie das geht. Sieh dir an, wie ich die Bude rocke. Wie du meinst. Hau rein, Beth. Oh, Scheiße. Doc, wo sind sie? Schauen wir uns das mal wieder erst einmal um. Doc? Ja. Einstein! Wo kommst du her, mein Kleiner? Und wo hast du Doc gelassen? Okay, Doc. Wir haben uns zwar seit Monaten nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, dass das nicht Ihr Schuh ist. Okay, erst einmal einstecken. Alles klar. Was ist das? Marty? Ah. Marty, wenn du das hörst, dann ist die automatische DeLorean-Aufspürfunktion ein voller Erfolg. Automatisches Aufspüren? Für den Fall, dass ich es nicht schaffe, rechtzeitig zu meinem DeLorean zurückzukehren, habe ich die Zeitmaschine so programmiert, dass sie auch ohne mich in die vierdimensionalen Koordinaten springt.
Wie du weißt, sind Zeitreisen sehr riskant und trotz all meiner Sicherheitsvorkehrungen besteht immer die Möglichkeit, dass ich irgendwann in Schwierigkeiten gerate. Das irgendwann ist jetzt oder schon vorbei oder später. Er steckt in Schwierigkeiten. Marty, du hast schon einmal meine Vergangenheit gerettet. Oder war es die Zukunft? Wie auch immer, ich verlasse mich darauf, dass du das noch einmal tust. Bitte reise mit meinem DeLorean zurück oder vor, in die Zeit, in der ich mich befinde. Du wirst sicher wissen, was zu tun ist, wenn du hier bist. Das war's? Wollen Sie mir nicht sagen, wann das ist? Reise einfach zu dem Datum, das auf der Anzeige der Zeitleitung als letzte Abreisezeit angegeben ist. Viel Glück. Okay, okay, letzte Abreisezeit, letzte Abreisezeit. Verdammt. Komm schon, komm schon, komm schon. Mist. Großartig. Wie soll ich ihn jetzt finden? Jo, Sieht aus, als würde die Zeitleitung noch funktionieren. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann ich dort suchen soll. Okay. Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Die kann ich benutzen, um mein Datum in die Zeitleitung einzugeben. Sobald ich weiß, wann ich nach Doc suchen soll. Schauen wir doch mal. Können wir... Ich habe so viel durchmachen müssen, um an dieses Ding zu gelangen. Das lasse ich nicht mehr aus den... Okay. Das lässt er also nicht mehr aus den Augen. Ja, der Schuh weiß. Dieser Zeitreiseschuh ist mein einziger Hinweis bei der Suche nach Doc. Okay. Nein. Das glaube ich nicht. Vielleicht nicht. Denken wir erstmal aus. Wie wäre es denn, wenn wir Einstein an den Schuh riechen lassen? Erstmal mit Einstein reden. Was ist doch passiert, Aini? Okay. Marty? Ah. Okay. Mit Einstein. Was weißt du über diesen Schuh, Aini? Oh Mann, ich glaube, er hat eine Fährte aufgenommen. Hinterher! Aber wieder ein Ladebildschirm? Jo. Mit Skateboard. Okay, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Wie soll mich das zu Doc führen, Aini? Jo, aber ich denk mal... er dreht sich automatisch immer um. Nee, jetzt nicht mehr. Ich denk mal, das war's jetzt erstmal hier. Wie es weitergeht, ob wir unseren Doc finden werden und ob wir auch in die Zeit reisen, seht ihr dann nächste Folge oder auch nicht, je nachdem. Und damit sage ich tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.